Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge hat der Vater von Willi, einem alten Freund von uns offenbart, dass er die Einladung geschickt hat und dass wir jetzt mal wie alte Freunde mit Willi sprechen sollen. Ich persönlich finde immer noch, er soll nicht dazu gezwungen werden, in die Fußstapfen seines Vaters zu gedrängt zu werden. Aber was er davon hält, das sehen wir jetzt in dieser Folge. Ich wusste nur nicht, ob das direkt aktiviert wird, wenn ich runtergehe. So, offenbar nicht. Ja, du sollst nicht schleichen. Hi, Willi. Willi. Da bist du ja. Komm, reite mit mir zu den Wasserfällen. Sie sind Freyas Geschenk an diese schonungslosen Lande. In Ordnung. Aber wenn ich von ihrem Anblick nicht ohnmächtig werde, hast du stark übertrieben. Du kämpfst mit beeindruckendem Können, muss ich sagen. Ich war ein guter Lehrmeister. Du lehrtest mich, gegen leere Luft zu fechten, Willi. Gegen Bäume und Schneewehen. Nein, ich bin mir ganz sicher, ich habe dich vor einer Schneewehe gerettet. Und vor einem mörderischen Baum. Ich erinnere mich sehr gut. Jedem, der einen Baum mörderisch nennt, wurde einmal zu oft gegen den Schädel geschlagen. Ja. Können wir denn auch mal los? Oder, weil ich soll dir folgen, Junge. Es wäre ganz nett, wenn du dann auch mal gehen würdest. Steck mal auf dem Pferd auf, komm. Das ist lustig. Reiten ist schön. Komm. Hallo, Willi. Oh, endlich. Das ist, glaube ich, mein Pferd, was er reitet, aber ist ja nicht schlimm. Können wir denn auch mal wie Freunde sprechen vielleicht? Willi? Hallo? Der Turm dort. Er erinnert mich an die kaputte Mauer in Nordwege, an der Straße zu meinem Onkel. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich an die beißende Winterkälte, als wir stundenlang Zuflucht vor dem Wind suchen mussten. Deinetwegen steckten wir dort fest. Auf der Suche nach den Hühnern, die du vor dem Julfest freigelassen hast, wenn ich dich erinnern darf. So. Es ist schön, wieder mit dir zu reiten, Stockarsch. Ich sagte dir doch, das sollte ein Drachenschwanz sein. Ich sah nur einen kleinen Holzzweig. Kein Drachenschwanz. Muss ich dich an deine eigenen enthüllten Abenteuer in den nächtlichen Straßen von Stavanger erinnern? Eivor hosenlos, den Kopf vollgesogen mit Met und die vielen Taschen voll Kotze. Ein Drachenschwanz also. Sicher, dass du den Met meines Vaters willst? Fürchtest du dich nicht, dass du nackt mit dem Gesicht im Schlamm vom Schweinestall aufwachst? So nennst du also dein Haus? Der war gut. Und nun? Warum wirst du langsamer? Stammbuch! Vater nicht zurück wie dorthin geschickt, um zu helfen? Oh. Los, schnell! Ja, dann reite mal ein bisschen schneller. Bist du lahmarschig? Eva! Was ist geschehen? Ich kam zu spät, um es aufzuhalten. Die Pikten legten Feuer und verschwanden. Die wollen uns reizen. Es sitzen noch mehr Leute in der Falle. Befreie sie, Eivor. Versorge die Verletzten. Wir holen sie raus. Das machen wir. Und ich weiß wo und wie. Und ob ich das überhaupt kann. wir plündern erstmal die Leute hier. So viel Zeit muss sein. Brennende Häuser. Überall. Ah. Ja, will ich doch. Ich glaube, ich renne aber gerade zum Falschen aus. Kann das sein? Sind hier Leute drin? Hallo? Hier gibt es keine Überlebenden. Anderswo vielleicht aber schon. Ja, ich höre nur... Ach, da hinten. Okay. Ich höre nur die Hilfeschreie, aber... Konnte bis gerade noch nicht sehen, wo die sind. Aber okay. So, hier ist auch keiner drin. Da ist ein Verletzter.
Ja, ich helf euch. Danke, Fremde. Ich dachte schon, das wäre mein letzter Tag in Midgard. Ach so. Ach, das war Gold. Ich bin ja auch so blöd. Ist die wirklich so blöd? Das ist doch nicht wieder die gleiche, oder? Warum backt das hier so? Ja, du kannst nicht atmen, weil du mitten im Feuer liegst, dumme Tusse. Also die werden mir anscheinend nicht angezeigt. Das ist schlecht. Hier habe ich eben schon die Tür aufgebrochen. Oh, Moment. Da oben ist was Grünes. Das ist gut. Ja. Ich bin da. Komm, mach hin. Ich muss die Leuten hier helfen. Danke. Die sind eingeschlossen. Ja, ich weiß. Sie wurde wohl verriegelt. Ja, warum verriegeln die Tür, wenn das Ganze abbrennt? Also, wie dumm muss man sein? Wie komme ich denn da rein? Oben wahrscheinlich, oder? Ja, oben. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber... Ja, los, spring! Spring! Oh, doch nicht dahin, aber da ist auch okay. So. Wie kann man so blöd sein und so die Tür versperren? Raus mit euch, Leute! Los, zackig! Genau, nimm ihn auf den... Ja, los! Geh noch ein bisschen langsamer, kein Thema. Moment, die haben hier oben aber auch... Ach, da gucken wir gleich nach, wenn wir die anderen alle gerettet haben. Was soll's? Beeilung! Beeilung! Bring dich in Sicherheit! Hat die mir jetzt gerade 2 Silber hingelegt, weil ich die gerettet habe? Das ist ja sehr lukrativ heute. Da unten... Ne, da unten steht nur einer. Da ist... Bitte! Meine Eltern stecken in der Falle! Hilf mir! Die habe ich aber nicht scannen können, deine Eltern. Die sind bestimmt gar nicht zu Hause hier. Kommt raus! Rette meine Frau, bitte! Nein, ich rette euch beide. Ich rette euch beide. Komm, ich nehme erstmal mit. Das war ihr letzter Atemzug. Oh. Scheiße, ich hätte lieber ihn retten sollen. Ich nehme mich mit. Komm. Ach so, du bist auch schon gestorben. Scheiße. Das ist schlecht. Mist. Scheiße. Okay. Schade. Aber Junge, du kannst deine toten Eltern hier draußen sehen. Wo haben wir denn noch welche? Schnell! Bring die Verwundeten zu Trügby! Ja, viele Verwundeten haben wir nicht mehr. Hier haben wir schon offen. Ach, da ist nur einer drin. Okay. Wo bist du? Wehe, du stellst dich jetzt ins Feuer. Lauf zu Trügby. Bei ihm bist du sicher. Eivor! Eivor, wo bist du? Hier. Komm her! Wo bist du? Hallo? Willi, antworte mir! Wo bist du? Ja, wo ist er? Ach, da hinten. Zeig mir, okay, was vor uns liegt. Wir sollen schnell herkommen. Dann soll er doch wenigstens sagen, wohin. Ah, okay. Wir müssen einen Weg freiräumen. So, und nu? Ich hole den Mann, Eivor. Trag du die Frau. Ich kann auch den Mann tragen. Geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Helheim wird warten müssen. Heute bleibst du noch hier. Dem Allvater sei Dank. Halt dich an mir fest. Ich bring dich raus. Ja, du bist doch schon draußen. Also sie ist doch schon draußen. Eieiei. Kann ich auch laufen? Ja. Ich hoffe, jemand hat das Kind mitgenommen, dessen Eltern, Leichen der Eltern, ich rausgeholt habe. Oh, danke, Willi. Vielen Dank.
Nur deinetwegen atme ich noch. Ich dachte schon, ich müsste dich retten, Willi. Wäre ich gestorben, dann wäre es meine Zeit gewesen. Mein Schicksal wurde bereits gesponnen. Es tut mir leid, aber du darfst dein Leben nicht so aufs Spiel setzen, mein Herr. Du hast Menschen zu führen und eine Zukunft zu bedenken. Der alte Mann ist weise, Willi. Du trägst die gesamte Bürde dieses Clans auf deinen Schultern. Mein Vater trägt diese Last. Ich bin fürs Kämpfen und Feiern zuständig und in beidem unübertroffen. Wie schön, dass du mir wieder den Rücken frei hältst, Eivor. Siehst du, womit ich es zu tun habe? Der Verstand eines Trolls im Körper eines Aesir. Immer noch derselbe Stockarsch wie in Kindertagen. Ich werde mich nie ändern. Für so etwas haben wir keine Zeit, ihr beiden. Hier liegen viel zu viele Verwundete. Das ist dein Bereich, Trykvi. Ich möchte nicht an einem Nachmittag als Retter und als Heiler gesehen werden. Die Wasser des Kinderfalls werden meine Wunden pflegen. Ich bin dort, falls mein Vater mich braucht. Willi, warte! Eivor, warte einen Moment. Jarl Heming hat sich dir anvertraut? Wegen seiner Gesundheit? So ist es. Er sagte, Willi nehme es nicht an. Willi lebt zurzeit in einer völlig anderen Welt. Er ist innerlich zerbrochen und will sich der Wahrheit, die vor ihm liegt, nicht stellen. Und wie geht es dir? Bist du gewappnet für das, was kommt? Ich habe meinen Frieden mit der Zukunft gemacht. Ja. Sorge für die Verwundeten hier. Ich werde selbst mit Willi sprechen. Ja, der ist relativ in der Nähe, aber nicht ganz. Jetzt bin ich wohl gerade am Überlegen. Moment, da haben wir doch Sünen, noch... Sünen, leite mich. Zwei. Es war einmal hier in dem Turm, ne? Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich im Turm war oder daneben. Sieht nämlich eher so aus, als ob das daneben ist. Naja, ist doch im Turm. Okay. Und das andere ist gar nicht hier drin. Oder ist das... Moment. Da hinten sehe ich noch was. Aber ich weiß nicht, ob es hier drin ist oder ob es jetzt... doch, das sieht aus. Das sieht sehr stark danach aus. Ja klar, da oben ist eine Truhe. Hier unten bin ich mir jetzt nicht sicher. Das sieht eher aus, ob das irgendwo unten drunter ist. Das könnte ein Keller sein oder so. Aber... Ah, okay. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, dass wir da nochmal kurz reingehen. Und nochmal eben schauen, dass wir die Sachen mitnehmen. Weil, warum nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich nochmal hier hinkomme. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich meine, vielleicht werden sie die Stadt hier wieder zu neuem Glanz verhelfen. Weiß man nicht, aber... So, komm, geh da rauf. Okay. Du hättest dich auch zwischendurch mal festhalten können, so wie du es sonst immer machst. Aber gut, dass wir die Passive zumindest gemacht haben. Dass sie den Sturz ein bisschen durch eine Rolle abfängt. Ja, das hat sich doch gelohnt. Leder und Eisenerz. Komme ich hier hoch? Ja. Perfekt. Davon kann man nie zu viel haben, weil man ja immer wieder für irgendwelche Aufwertungen das ganze Zeug braucht. Da müssen wir erstmal hoch. Moment. So. Hier sind wir ja noch nicht so in Gefahr. Das Einzige, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob wir das hinkriegen, ist da, wo wir eben schon waren. Eine Waffenrune. Rune des Todesqualms. Das ist ein netter Name, ja. Und der Rest ist auch nicht zu verachten. Warnung, es kommen Stimmen aus dem Brunnen. Ich dachte, jemand wäre hineingefallen. Doch als ich ins Dunkel rief, kam nicht ein Flüstern zurück. Nur als ich mich abwandte, erklangen die Stimmen wieder. Nähere dich dem Brunnen nicht, mein Sohn. Wir werden unser Wasser nun von weiter weg holen müssen. Okay, das heißt, die werden wahrscheinlich über den Brunnen gekommen sein. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ich versuche mal hier nicht durch die Feuer zu laufen. Scheiße.
sagte sie und sprang direkt hinein. Zum Glück nicht ganz direkt. Was ist das für einer hier? Was stehst du denn hier so dumm rum? Guckst du dabei zu, wie dein Haus gerade verqualmt, oder? Moment, halt, stopp. Da gibt es noch was zu looten. So, dann schauen wir hier nochmal eben nach. Wir sind mit dem Aufzug S hoch. Und da müssen wir mal gucken. Links, glaube ich, oder? Ja, links. Wie ich da rankomme, weil das sieht doch so aus, als ob das da alles verbrannt ist. So. Ist das da unten? Ja, das ist hinter der Wand. Wollt ihr mich veräppeln? Hä? Hinter der Wand? In der Wand? Keine Ahnung. Kann ich hier oben? Ach so. Nein. Gibt es dann da ein größeres Loch? Ach so, Moment. Das ist hier. Da ist eine Treppe. Hier haben wir nochmal ein Opal, das ist schön. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir jetzt dahin, wo wir hinwollen? Das ist auf der Höhe. Ah, okay. Ich denke, wir kommen hier hin. Ja, genau. Das ist ja mal gut versteckt. Das ist gar nicht mal so doof. Und es sind Goldbarren. Da freut sich mein kleines Wikingerherz. Da können wir so nicht direkt hoch. Da müssen wir komplett hochlaufen, ne? Ja, komm. Noch ein Stückchen. Okay. So, dann würde ich sagen, da das ein bisschen weiter weg ist, dass ich mich jetzt erstmal aufmache. Zu dem Ort, wo wir hinwollen und dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalte, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. So. Der Kinderfall ist wunderschön. Willi hatte recht. Wo er wohl ist? Ich glaube, da hinten. Da läuft zumindest einer rum. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ich da war, weil ich noch eben Fluchtotem in der Höhle hier gemacht habe und eben einen Braunbären erledigt habe. Bist du das gar nicht? Nee. Wo ist er denn? Da unten ist noch ein Schatz, so wie es aussieht. Ist er vielleicht nach dem Schatz zu tauchen gegangen? Man weiß es ja nicht. So. Das erinnert mich immer so schön an Tomb Raider, diese Szenen. Alles einsammeln, sehr schön. Ja, aber wo? Überblicke das Land, Freundin. Oben? In einer Höhle, so wie es aussieht. Okay. So nach dem Motto, wenn sie mich hier findet, dann werde ich auch mit ihr sprechen, so ungefähr. War das hier? Ja, fast. Oh, da komme ich nicht hoch. Ja, das ist toll, wie du singst, Junge. Aber wir müssen jetzt hier erstmal einen Weg hochfinden. Kann ich denn da hoch? So wie es aussieht, ja, ne? Aber da komme ich, glaube ich, nicht drauf, weil das vereist ist, oder? Moment. Sieh mal nach, Sühnen. Kann ich theoretisch... Nur von oben runter, oder? Von hier ganz weit rechts kann ich nicht. Von links. Obwohl, Moment, von links. Links rum müsste es doch gehen. Jetzt bin ich extra hier rumgegangen. So, Moment. Hier rum. Komm, bisschen höher. Genau, perfekt. Ha, ich hab's so kompliziert gedacht. Hallo, Willi. Eivor, du hast mein Geheimversteck gefunden. Ja. Ich müsste taub sein, um dich nicht singen zu hören. Dein Geblöke könnte die Toten aufwecken.
Diese Scharmützel mit den Pikten haben dir zugesetzt. Ganz und gar nicht. Je mehr Narben, desto besser kann man prahlen. Sieh meinen Vater an. Ein schlachterprobter Krieger, wie eine aufgeschlitzte Ziege am Spieß. Das Bild würde ich gerade nicht verwenden, bei seinem Zustand. Prächtige Wasser, nicht wahr? Sie trösten und heilen. Sie sind Freyas Geschenk an die Menschheit. Vili, du kannst das nicht verdrängen. Dein Vater stirbt. Wenn er zur Halle der Toten aufbricht, wirst du seinen Platz einnehmen, wie man es erwartet. Der Wechsel in diesen durchtränkten Norden zermürbt mich, Eivor. Zu warm fürs Winterleben, zu kalt für den Sommer. Ich hörte, Mercia wäre milder. Dichte Wälder, strahlende Farben, lebendige Gewässer. Sieht es so in deiner Siedlung aus? Oh ja. Er hat hier noch Aufgaben zu erfüllen, aber ich bin ganz ehrlich, ich meine, ich bin um jeden dankbar, der mir seine Stärke anbietet, ne? Du wärst immer willkommen, um mit uns zu leben und zu gedeihen. Doch dies ist eine Sache zwischen dir und deinem Vater. Ich könnte es dem alten Mann erklären. Ich will kein Jarl sein. Das muss er endlich verstehen. Du wendest dich gegen den Brauch, Vili. Der Sohn folgt seinem Vater nach. So war es immer. Eivor. Ich habe meine Gründe, warum ich dich als Jarl sehen will. Der Rabenclan braucht Freunde in Englerland. Und du bist einer meiner Besten. Um dieses Bündnis zu sichern, muss ich aber nicht führen. Du und Sigurd werdet hier geliebt. Dein Vater stirbt, Vili. Jetzt ist die Zeit, dein Heim darauf vorzubereiten. Es ist nicht mein Heim. Es ist das des Clans. Und der Clan wird entscheiden, wie es weitergeht. Du kannst im Guten mit deinem Vater auseinandergehen. Dieses Geschenk war mir nicht vergönnt. Wirf es nicht weg. Vili, komm schnell! Noch ein Angriff? Dein Vater, er hat nicht mehr lange. Komm schnell zum Langhaus. Jarl Heming ist auf der Schwelle des Todes. Ich muss ihn sehen, bevor er sie überschreitet. Und jetzt spaziert er... Also was ist das denn für ein komischer Kerl hier, ja? Erst läuft er mir entgegen, rennt mich um. Na gut, vielleicht habe ich ihn auch ein bisschen umgerannt, kann natürlich auch sein. Da oben steht noch jemand, okay. Und jetzt spaziert er wieder da unten rum und ich weiß jetzt auch ehrlich, warum laufe ich eigentlich? Wieso hole ich nicht mein Reittier? Wenn wir sowieso da hingehen sollen. Ach, das ist... Nee. Nee, danke. Ich habe keine Lust auf diese Fragezeichen-Schatzkartentypen. Das ist so nervig. Man kriegt sowieso die meiste Zeit über nur was angedreht, was man sowieso schon hat. Eck da, Esel, ich muss hier durch. Entschuldigung. Na gut, er stößt ja auch gerade alle um. Geht doch mal aus dem Weg. Seht ihr nicht, dass hier gerade zwei Leute am Reiten sind? Ich glaube, Takt. Wo ist denn das Langhaus? Ach, hier. Das hoffe ich. Wieso reitet er jetzt nicht zum Langhaus? Er ist jetzt irgendwo anders abgebogen. Hector. Lasst mich durch. Ich kenne ihn gut. Euch beide wieder so zusammenzusehen, erinnert mich an früher. Ich fühle mich gleich wieder jung. Bewahre dir dieses Gefühl und nimm es mit dir in die Halle der Gefallenen. Eine große Kriegerin und Anführerin bist du geworden, Eivor. Man wird von dir singen. Ich hatte viele gute Lehrer, Jarl Heming. Dich vor allem. Ich bitte dich nun,
Lass meine Lehre nicht sterben. Gib sie weiter. Die Seherin ist auf dem Weg, Vater. Sie wird dir helfen und bringt Heilmittel und Seder. Hiermit hielt ich dich, Willi, in einer stolzen Hand. Als du gerade aus dem Leib deiner Mutter gekommen warst, ich sah dich aufwachsen. Ein Junge mit dreckigem Haar, der Stöcke schwang und durch den Schlamm rannte, von Ruhm träumte. Ich bin stolz darauf, was aus dir geworden ist, mein Sohn. Und ich bin stolz auf den Mann, der aus dir werden wird. Egal was. Ich... Vater. Willi. Bereiten wir die Bestattung vor. Ich rufe meinen Clan. Und du, die Edelinge des Schiers. Die Edelinge treffen nach und nach ein. Zurückwie braucht jetzt unsere Hilfe. Wir werden am Scheiterhaufen sein, der das Dorf überblickt. Ja, und mit diesen doch sehr traurigen Szenen am Ende werde ich mich erstmal von dieser Folge von euch verabschieden. Und ja, die Beerdigung und alles Weitere werden wir dann in der nächsten Folge erleben. Bis dann. Ciao.